Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Borderlands Folge 29. Immer noch hier in den Dahl Headlands und mit Robert und Kevin. Hallo. Ich sag's schon mal vorweg, ihr kennt das vielleicht schon aus dem ein oder anderen Let's Play. Ich weiß nicht, ob das jetzt das erste Let's Play ist, was wir veröffentlichen, wo ich einen totalen Hustenanfall kriege. Aber ich bin leicht erkältet. Ich versuche das Headset immer, wenn es mich, sage ich mal, wenn mich ein Hustenanfall plagt, dann versuche ich das Headset mal stumm zu schalten. Das heißt, ihr müsstet ein bisschen mehr Redearbeit übernehmen als in den anderen Folgen. Aber mittlerweile seid ihr da ja trainiert. Noch ein bisschen Muni kaufen hier. Ach, da kann man was abgeben, ne? Das machen wir doch. Ein großer. Naja. Ich musste husten. Ein großartiger Anfang. Ihr das zerstörte Banditenfahrzeug schwächt Mad Mel nur noch mehr. Töte Mad Mel. Ach, jetzt schon, ne? Gut, okay. Ich muss aber jetzt, glaube ich, auch erstmal Muni kaufen. Ach, müssen wir hier wieder einen großen Dicken umnieten, oder was? Naja. Geil. Ich habe mir so überlegt. Kennst du doch. Eigentlich ist es doch völlig unsinnig, dass wir uns bei jeder Folge Let's Play am Anfang vorstellen, oder? Es mag zwar vielleicht der Höflichkeit dienen, aber ich hoffe mal, unsere Zuschauer wissen schon mittlerweile, wer wir sind, so nach knapp 30 Folgen. Ich habe das beim Angucken gemerkt, es wirkt irgendwie komisch. Ja. Ja, fand ich irgendwie. Weil ich es jetzt ab und zu schon mal vergessen habe und da habe ich mich total schlecht gefühlt. Ja, dann lassen wir das ab heute. Ich meine, die Leute wissen es ja. Wir bestellen uns ja auch in den anderen Let's Plays, sag ich mal, wo Robert und ich spielen nicht jede Folge erneut vor. Ja, lass mal. Also das ist jetzt eine Umfrage, ne? Wenn ihr da sagt, doch, weiter, dann mache ich das natürlich gern weiter. Wenn ihr sagt, macht damit weiter, ihr Kacknoobs, dann machen wir das. So, seid ihr denn so bereit fertig? Okay, ja. Geht los. Wo müssen wir denn hin? Was ist unsere nächste Quest? Ich habe absolut keinen Schimmer. Wir müssen jede Menge abgeben. Warte mal, da gehe ich nochmal ins schwarze Brett. Und das schwarze Brett? Daran sollen sie zu knabbern haben. Ich weiß nicht, welche ich jetzt abgegeben habe. Ach doch, Benzinkrieg. Danke, jetzt kann meine Tankstelle wieder ihr Geschäft aufnehmen. Jetzt muss ich nur noch ein paar Papiere für Helena Pierce ausfüllen. Sie kann ziemlich hartnäckig sein, wenn es um ihre verdammten Brandschutzbestimmungen geht. Das ist echt so, ne? Großartig, hier ist dein Revolver, so gut wie neu. Naja, gut, so toll ist er jetzt auch wieder nicht. Oh, ein Raketenwerfer. Dank deiner Hilfe kann ich die Rennstrecke wieder in Betrieb nehmen. Ich wette, dein Fahrzeug könnte jetzt eine Wäsche gebrauchen. Dieser Scheck wird hoffentlich ausreichen. Mal gucken, ne? So, ich habe einen Raketenwerfer, Robert. Ich weiß auch nicht, ob der gut ist für dich, aber da ich ihn auf gar keinen Fall... Nee, ich hab auch einen gekriegt. 14? Nee, kann ich nicht mithalten. Dann verkaufe ich ihn halt. Ist ja gut. Verkauf, ne? Message angekommen. Also dann verkaufe ich noch schnell den Revolver hier. Ja, der taugt bei mir nämlich auch nichts. Ja, die klingen aber ganz interessant. Was habe ich denn zurzeit für eine Granatmod drin? Die ist aber eigentlich schon fast geiler. So. Mal hier noch so schönes. So. Okay. Was haben wir jetzt hier noch? Ich befrage mein weißes Questlog. Wir müssen immer noch eine abgeben. Aber offensichtlich nicht hier, sondern irgendwo da oben. Ich weiß nicht, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier warten, weil das, ich würde dann hochfahren, wieder die Quest abgeben, wieder zurückkommen. Nein, wir fahren mit. Muss sein. Okay. Mitfahren! Ich glaube, schon aus Prinzip, damit ich dich wieder kritisieren kann, wie schlecht du fährst. Ja, das war auch geil, ja. Das ist einer der letzten Folgen. So, Kevin, jetzt fährst du. Stimmt. Nein, ja. Robert untersteht dich. Was denn? Ich hab dich nur mit Boost hinter mir gehört und dachte so... Oh Gott! Und dachte bin so, nur ganz dachte so, lieb, so. Ach, hat zu viel gedacht. Nee, warte mal. Was machst du? Wollte umlenken. Hier hoch müssen wir doch gar nicht bestimmt, oder? Doch, nur nicht ganz so weit. Ah, nicht kann er. Ach, hier ist das. Ja, genau, so war das. Jetzt weiß ich's wieder. Oh, hoppala, das war nicht aussteigen. Na, hallödi. So, du bist der mir Geld gibt, oder? Jawohl, genau der bist du. Hervorragende Vorstellung. Ich werde ihn ausstopfen lassen und in meiner Hütte anbringen. Ging es ums Gagzilla? Glaub schon. Den kann er ja gerne mal ausstopfen, hat eine Weile zu tun. Ein Scharfschützengewehr, allerdings ohne Zielfernrohr. Mal was ganz anderes. So, gut. Girl, lootet habt ihr hier schon. Warte mal. Macht bei der Fälle geilen Damage. Werden wir mit Sicherheit auch brauchen. Für Mad Mel?
Genau, jetzt steht nämlich die Mad Mel Quest an und damit haben wir das Gebiet dann auch abgeschlossen. Was schon? Ja. Echt so, ne? Das Gebiet Fresse backen hier. Ich wollte dir nur mal helfen, Robert, weil es sah so hilflos aus, wie du da hingst. Ah, das ging echt irgendwie schneller als der Errant Battle. Ja, das Errant Battle. Man muss aber auch dem Gebiet, sagen wir mal, naja, nicht direkt ankreiden, aber es ist halt nur so ein Übergangsgebiet, sag ich mal. Achso, okay. Also, es gibt jetzt nicht unbedingt, also es ist nicht so groß wie es in. Wie die Arid Badlands, wie die waren. Ach Robert, das machst du doch jetzt echt mit Absicht, oder? Nee, hab ich nicht gemacht. Also wenn jetzt, ihr guckt ja bei mir zu, aber ich finde, das sah mit Absicht aus. Nein, ich wusste doch nicht, wo du hin willst, weil du so warten tatst, deswegen wollte ich nochmal umkehren. Nicht, jedenfalls, dass du irgendwo anders hinfährst. Nee, ich hab auf der Karte geguckt. Das Gebiet ist nicht ganz so groß und es gibt auch wesentlich weniger anschließende Gebiete. Also wir hatten da ja jede Menge Gebiete noch an der Seite. So, es gab irgendeinen Trick, wie man hier ganz gut durchgekommen ist. Aber ich prophezeie schon mal, dass wir ganz schön kassieren werden. Ist der so OP? Na, der ist schon ganz schön harte. Warte mal, ich will nochmal kurz. Man kann hier mit den Autos reinfahren, aber ich glaube, das geht für uns nicht lang gut. Robert, du wirst deinen Raketenwerfer wahrscheinlich brauchen, aber versuchen es jetzt einfach trotzdem mal, Kevin. Komm mal rein. Mhm. Mit dem Auto reinfahren. Ja, wir sind ja immerhin mit zwei Autos da. Vielleicht hilft das ein bisschen. Hast du einen Raketenwerfer? Okay. Ja. Gut. Taktische Besprechung zu Ende. Hier, Dingrich! Was denn? Nicht, der soll mal rauskommen. Ach so. Nee, du doch nicht! Heißt du Dingrich? Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir hier nicht mehr drüber kommen. What? Voila! Mach ne Dote, Kevin! Ich seh nichts! Das ist weniger gut. So, okay, mein Auto hat's gedreht. So, warte, wir müssen raus. Oh Gott, ihr seid ja tot. Ja, so fast. Ich weiß gar nicht, kommt man hier wieder zurück? Sieht nicht so aus. Nee, da müssen wir jetzt durch. Naja gut, was haben wir denn hier so für Waffen? Wir hätten hier einmal davon was und... Warum bin ich denn tot? Meiner hat dich hochgehauen. Oh, ich hasse es. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt kann ich wieder rein. Warte. Den übernehme ich. Ja, okay, da habe ich kein Problem damit. Meine Fresse, hast du den zerlatscht, ey. Der hat ja gar nichts mehr an Körperteilen. Ja, ich habe dieses Explosions-Upgrade. Ja, es sieht super aus. Also, geil. Du schlägst ihm halt volle Granate in den Bauch und was passiert ihm? Fallen Kopf und Extremitäten ab. So, was ist denn das hier? Das war noch nicht Mad Mel, oder? Nee. Ich komme nicht mehr runter. Interessant, das ist ein genauer Matze geschossen. Drüben ist noch ein Psychopath. Achso, hier sind ja noch jede Menge andere. Große, dicke Fische. So, bis jetzt sind wir... Hoppala, was ist denn da los? Nur ein bisschen Schaden genommen. Also bis jetzt sind wir erstaunlich gut durchgekommen. Geronimo, ich brauche meinen Action-Skill. Ah, oh, perfekt, genau im richtigen Zeitpunkt. Und der Kleine kommt auch noch mit hier. Zack, und weg ist er. Huch, was ist denn das los? Das war bestimmt mein Vogel hier. Das kann sein. Was war das denn für eine Waffe? Hä? Ja? Was ist das eben für eine... Sledge. Sledge. Unfassbar, Sledge. Den hat's jetzt gleich erstmal 10. Oh, jetzt kommt Mad Mel. Wo denn? Der fährt... Hat er ein Auto? Ja, eben, der fährt hier rum und jetzt, spätestens jetzt wird's ganz schön tricky. Für uns. Boah! Toll! Da sind ja noch mehr Autos. Instant überfahren. Okay, also das hat sich jetzt nicht so gelohnt, wie ich das gehofft hatte. Jetzt wird's gerade ein bisschen... Ach du Kacke. Jetzt wird's schwierig. Nein, Robert, du verreckst mir nicht! Bleib... Nein! Scheiße. Warte.
Ja, das war ein absehbares Ereignis, aber naja gut. Wie gesagt, ich habe ja prophezeit, wir werden hier drin auf jeden Fall... Ich sehe nichts, verdammte Axt! Und tot bin ich auch. Am besten ist, ihr springt da nicht wieder in den Kreis rein, sondern erledigt den von außen. Weil ihr spawnt ja jetzt außerhalb von dem Ding hier. Das hättest du eher sagen müssen. Ja, es fiel mir gerade selber erst ein, als ich gestorben bin. Ah, den kannst du auch übelst schwer mit einem Raketenwerfer treffen. Weil der halt immer fährt. Warte mal, ich probiere mal ganz was anderes, weil hier ist ja eine Fahrzeugstation. Hoppala. Oh, jetzt hat's mich gedreht. Oh. Geil. Lass mich in Ruhe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich daran beteiligt war, aber... Ja, sehr fast tot einfach. Jetzt ist er tot. Ja, jetzt könnte mir ganz kurz einer helfen. Oh, warte. Machst du, Kevin? Okay, Mad Mel ist Geschichte. Oh, geil. Jetzt können wir hier zurück und auch nochmal neue Autos holen. Hoppala. Weil ich mich hier mit dem Auto auf die Kante gestellt habe und mit Raketen auf ihn geschossen habe. Das war der Trick, und der kam halt zumindest schlechter an mich ran, als wenn ich jetzt drin gewesen wäre, sag ich mal. Oh nee! Wir kommen nicht rein. Doch, kommt er. Wie wir rein? Haben uns zu blöd angestellt. Ja, wahrscheinlich. Kevin, warte, du kannst schon mal hier. Noch ein Auto? Wie, ich kann schon mal her. Na, mein Rücksitz wartet auf dich. Naja, Kevin. Hallo, Matze. Weißt du, wie ich's mag. Okay. Naja. Also die Mad-Mel-Schlacht ging, ehrlich, natürlich nicht. Die Mad-Mel-Schlacht ging erheblich glimpflicher aus, als ich dachte. So. Und jetzt geht's nach New Haven. Das ist quasi die Hauptstadt, die man hier findet. Links oder rechts? Das ist eine gute Frage. Ist der gestrichelt oder der gepunktet? Ich fahr mal nach rechts. Stimmt falsch. Ne, zeigt dich die Quest nicht dorthin? Ja, doch, tut sie. Wir haben ja auch einen Claptrap. Kleinen Moment, bleib du sitzen, dann nimmst du dein Auto, glaube ich, mit. Oder ich weiß es gar nicht. Ich habe die Bestätigung, dass Mad Mel tot ist. Alle Claptraps werden aufatmen. Warte bitte, ich aktiviere den Zugang nach New Haven. Ach, die grünen Claptraps finde ich gar niedlich. Warum? Weiß nicht, weil ich auf grün allgemein ja relativ stehe. Ja. Oh, schön. Hat er noch einen Abschlusstanz gemacht und damit sind wir in New Haven. Hat denn irgendjemand von euch ungefähr ein Gefühl, wie lange wir schon spielen? Ich hoffe auf Kevin. Ich schätze mal seit 40. Ah, okay. Also noch 9 Minuten ungefähr. Denke ich schon, ja. Gut, alles klar. Na dann, geht los. Na dann, sieht ein bisschen aus wie bei Robert zu Hause hier, aber ja, aber uns mal nicht stören. Aber hallo. So, das... Ja, hi. Gut. Oh. Das ist auch mal ein ganz anderes Gebiet, also ganz anders gestaltet als die jetzigen, so stadtmäßig. Naja, das ist halt... Okay, also wir haben hier auf jeden Fall eine Quest zum Abgeben. Und ich vermute mal, da das hier ein ziemlich wichtiges Gebiet fürs Spiel ist, werden wir ja auch noch ein Bunch of Quests kriegen. Aber ich bin gerade zu blöde rauszufinden, wo ich die ab... Ah, hier natürlich. Na, hier. So, wen haben wir denn hier? Die Helena Pierce! Jawohl, mein Claptrap.
endlich haben wir es diesem Mad Mel heimgezahlt. Es ist großartig, jemanden zu kennen, der mit einem mutigen Herz dort hinausgeht und sein Leben riskiert. Gut gemacht. Mad Mel ist kein Problem mehr und ich öffne gern das Tor nach New Haven. Steigert die Anzahl der Waffen, die du... Ah, wir haben den vierten Waffenslot. Schalte cool. Die Generatoren um New Haven ein. Das, die Quest nehmen wir gleich mal an. Und muss man den jetzt aktivieren? Nee, muss man nicht. Was habe ich denn noch so? Ach, das habe ich noch. Na gut. Aber jetzt vier Waffen ist natürlich super. Damit kann man jetzt richtig schön flexibel umgehen. Das ist geil. Das ist richtig geil, ja. So, Scooter hat was für uns, hat mir Claptrap geflüstert. Also gehen wir nochmal zum Scooter, würde ich sagen. Es wird jetzt so ein bisschen, erstmal neue Quests sammeln, wie es in einem neuen Gebiet halt so üblich ist. Ich wurde auch nicht in der Scheune geboren, klar? Naja, sieh für Scooter nach TK Bar. Ich glaube, wenn die Leute von irgendeiner magischen Tür reden, die Schätze ausspuckt. Okay, das heißt, wir müssten für die Quest wieder ganz zurück ins Anfangsgebiet. Es soll aber nicht so schlimm sein, weil wir das Schnellreisesystem aktiviert haben. So, ja, vorne jetzt guck ich noch eine Quest mal auf einsammeln die bei dem. Was, wo? Hier bei dem hier. Zumindest kommt man mit den Räten. Mit Marcus? Nee, das ist nicht Marcus. Nee. Ich glaube hier Kann man nicht mit denen reden? Hier drin ist Marcus. Ach nee, genau. Stimmt, kann man nicht reden. Das ist der gute Marcus. Aber der hat gerade auch nichts. Aber am schwarzen Brett ist was und das haben wir hier. Ach was. Oh, guckt's euch an, Mensch. Ein kaputtes Claptrap. Schon wieder. Ja, ja. Das kriegen wir, denke ich, wieder hin. Was ist mit dem los? Da müssen wir den jetzt hinterher. Ach, oh je. Weiß ich nicht. Nee, da sitzt hier heulend ein Dreiger. Wo denn? Da rechts, wenn du reinkommst hier. Ach hier. Oh. Ach, Claptrap, ist doch alles gut. Freund. Was werde ich tun? Naja, wir haben hier Dr. Zed. Ich nehme mal die Quest in Dings, die Quest am Dings an, am Brett. Entzünde die Fackeln und töte Mothrak. Das ist wahrscheinlich so ein Ding wie Skekzilla, bloß halt Rack. King Killer, begib dich zu Tetanus Warren und töte King Wee-Wee. Oh, das klingt cool. Sammle Säurekristalle in Tetanus Warren. Okay, also wir müssen für mindestens zwei Quests nach Tetanus Warren. Ach ja. Das sieht ein bisschen aus wie ein Sunny-Claptrap, wenn ich mir den so angucke. Ja, aber der kann ja auch nichts anfangen. Nee, so wirklich, Da hast du doll fertig mit dem AP. Schon so. Na gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit wir sind, aber ich glaube, es lohnt sich auch gar nicht mal jetzt noch eine Quest anzurühren. Das stimmt. Nee. Deswegen würde ich sagen, machen wir für die Folge Schluss hier im bezaubernden New Haven. Erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Megatron aus Fallout 3. Das, ja, stimmt, hast recht. Es hat so auffällig ein bisschen viel Ähnlichkeit. Die Atombombe in der Mitte. Genau, kann man so sagen. Schöne Zusammenfassung, das ist doch mal ein toller Schlusssatz für die Folge. Wir sehen uns hoffentlich in Folge 30 wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Borderlands. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und macht's gut. Ciao. Tschüss.